In der Musik- und Bergstadt Sondershausen kamen wieder Bürger und Politiker auf ein Wort zusammen. Zu dem Format, in dem Bürger Klartext reden. In gemütlicher Atmosphäre werden Themen auf den Tisch gebracht, die den Einwohnern wichtig sind. Das Sendekonzept wurde von der CDU-Landtagsfraktion entwickelt und wird von Salve TV produziert. Die mittlerweile 8. Aufzeichnung gab es diesmal in der Kreisstadt des Kyffhäuser-Kreises Sondershausen im Norden Thüringens. Veranstaltungsort war der Gastronomiebetrieb Schacht 5. Der ehemalige Kalisalzbetrieb in Schacht 5 wurde 1991 eingestellt. Seit vielen Jahren wird er nun als Füllraum genutzt. Teile der unterirdischen Anlagen von Sondershausen wurden zu einem Erlebnisbergwerk ausgebaut. Der Kyffhäuser ist ja eine spannende Region. Bisschen nachteilig noch in der Infrastrukturentwicklung und damit auch bei Industrieansiedlungen und Arbeitsplätzen. Und das war auch eines der Hauptthemen des Abends. Wie immer konnten Bürger im Vorfeld den Sendeverlauf mit ihren Fragen steuern. Die Themen Arbeit und Infrastruktur lagen auch den Einwohnern am Herzen, die wir vorab auf der Straße befragt haben. Ja, zu wenig Arbeitsplätze. Man müsste sich mehr tun für die jungen Leute, gell? Arbeit brauchen wir. Wir brauchen Arbeitsplätze, ganz, ganz dringend. Positives Denken gehört an dieser Stelle trotz aller Kritik dazu, findet Bundestagsabgeordneter Johannes Selle. Hier ist also eine ganze Menge an Strukturwandel auszuhalten gewesen. Aber wir sind heute wesentlich weiter und wir sind auch optimistischer und wir sind mit vielen Branchen wieder ganz gut aufgestellt. Haben jetzt gerade eine Ansiedlung aus Baden-Württemberg nach Sondershausen bekommen, die da wunderbar ins Konzept passt. Dieses Gewerbegebiet hier auf dem ehemaligen Schachtgelände hat wieder Tausende von Arbeitsplätzen. Wir brauchen die A38, es ist gut, dass die jetzt da ist. Sie kam tatsächlich später als in anderen Regionen. Wir merken, dass in den Regionen Thürings, wo die Autobahn schon lange da ist, Industrieansiedlung gekommen ist und Arbeitsplätze da sind und junge Menschen zurückkommen und auch ihre Familiengründung in Thüringen machen. Und die 10 Jahre, die fehlen dem Kyffhäuser Kreis. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt neben der 38 die 71 fertig wird. Die Entwicklung des Kyffhäuser Kreises ist ganz wichtig. Ich glaube, dass wir Chancen haben, uns besser aufzustellen, dass wir auch ziemlich viele Vorteile haben gegenüber den alten Bundesländern und auch gegenüber anderen Regionen. Die Bürger konnten auch wieder live Fragen per Internet oder direkt aus dem Publikum ans Podium stellen. Was kostet der Thüringentag? Wer bezahlt ihn und warum wird sowas überhaupt gemacht? Er findet ja immer in einer anderen Stadt, in einer anderen Gegend von Thüringen statt. Und diesmal, nächstes Jahr, hat einfach der Kyffhäuser Kreis, hat Sondershausen die Gelegenheit, sich darzustellen. Und das kann sich nur positiv auswirken. Und da muss man, glaube ich, auch das entsprechende Geld in die Hand nehmen und sowas auch finanzieren. Weil der Multiplikatoreffekt ist, glaube ich, viel größer als das, was so ein Tag kostet. Und so viel kostet er auch auf der anderen Seite nicht. Herr von Engers, wie geht es weiter? Erlebnisbergwerk, gibt es da noch Erweiterungen? Oder wie wird das in Thüringentag eingebaut? Das wäre vielleicht interessant. Im Moment sind keine Erweiterungen angedacht. Aber wir haben vor, mehr Veranstaltungen zu machen. So die Bezugerzahlen wieder über mehr Wochenendeveranstaltungen zu optimieren. Mit unserer Produktion von Streusalz sind wir totaal vol, want we kunnen niet veel meer dagelijkse bezoekers in het bergwerk aannemen. Maar zelfverständlich hat das Bergwerk auch eine Funktion bei der Thüringer Tag. Es gibt einen angedachten Lichtshow unter Tage zu machen. Ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass wir über diese Netzwerke mit dem Bürger kommunizieren und dass der Bürger das entdecken wird und der wird uns noch ganz anders rannehmen. Es war ja heute schon ziemlich kritisch, aber das wird auch noch stärker werden. Und das ist auch gut so. Ein weiteres Hauptthema des Abends war ein sehr aktuelles. Betreuungsgeld für das Daheimerziehen kleiner Kinder. Ist es richtig oder nicht? Ich finde das jetzt... Dass es sehr gut ist, wenn sie das machen würden, dass sie das unterstützen. Finde ich nicht gut. Denn die Kinder sollen unter anderen Kindern aufwachsen. Aber so sollte jede Mutter frei entscheiden dürfen. Wir sind ja immer für Freiheit und Selbstentscheiden. Und das ist ein Anreiz dafür, dass sich Eltern frei entscheiden können. Und es geht ja nicht darum, dass ein Kleinkind nicht sozialisiert werden würde, weil es nicht in den Kindergarten geht. Es geht ja nur um das erste oder zweite Jahr. Na, die Debatte ist hier genau wie im ganzen Land, in der ganzen Bundesrepublik. Es gibt ein Für und Wider für das Betreuungsgeld, gegen das Betreuungsgeld, für die Wahlfreiheit, gegen die Wahlfreiheit. Aber feststeht, wir haben die beste Kindergartenausstattung in ganz Deutschland, in Thüringen. Bei uns kriegen alle Kinder auch einen Kindergartenplatz.
und den Eltern zu ermöglichen, selbst zu entscheiden, ob sie die Betreuung noch ein Jahr länger zu Hause machen wollen. Das ist ja die Sache des Betreuungsgeldes. Und ich glaube, es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Genau, richtig. Man müsste mehr solche Veranstaltungen machen, dass die Bürger auch zu Wort kommen. Ne? Ja, danke. Hört man doch viele Sachen, die man so nicht hört und manchmal auch nicht versteht. Und hier kam eigentlich ganz deutlich raus, was einen interessiert, was einen wirklich auf Nägeln drückt. Auch, dass man sehr offen umging mit den Menschen, dass man auch was Negatives einblendete. Ich denke, man sollte man festhalten an dem Konzept, doch. Diskutiert wurde in Sondershausen auch nach der Sendung. Die Region hat eben eine Menge zu bieten. Und sonst kann ich nur den Bürgern im Kiffhäuserkreis raten, den Landkreis gut zu reden, den Thüringtag nächstes Jahr zu nutzen, um positiv zu werben auf die Region, damit anschließend ein guter Imagewandel auch vorangeht. Den 14. Thüringentag gibt es in Sondershausen vom 7. bis 9. Juni 2013. Die komplette Sendung aus Sondershausen finden Sie im Internet auf www.aufeinwort.info. Fragen und Anregungen sind bei der nächsten Sendung im neuen Jahr dann auch per Video- und Skype-Live-Schaltung möglich.